Hallo Freunde, heute schauen wir uns das Defensivwerkzeug der Wellenbrecher an. Was das ist, wie man das nutzt, welche Gefahren und so weiter dabei lauern, das Ganze unterstützt von praktischen Beispielen. Das gucken wir uns heute an. Ich verabschiede mich schon mal von allen, die nach 20 Sekunden immer wegschauen. Bis dahin. So, für die, die jetzt noch da sind, was ist der Wellenbrecher? Und damit wird im Grunde eine Bauernformation genannt, die einen sehr defensiven, aber sehr, sehr guten und wichtigen Auftrag hat, nämlich diese Bauernstruktur. Schaut mal, F7, G6, H5 oder auf der anderen Seite entsprechend C7, B6, A5. Entsprechend die weißen wären dann hier. So. Warum ist das so eine solide Grundlage? Und zwar, warum wird das Wellenbrecher genannt? Denn wenn jetzt hier zum Beispiel bei unserer Bauernstruktur irgendwelche Bauern ankommen, ja, ist egal, wo er ankommt, wir können quasi alle Bauern immer zurückschlagen und damit diese Bauernwalze aufhalten und ja die Welle quasi brechen. Deswegen wird das Wellenbrecher genannt. Warum man sich so aufbauen sollte, welche Vorteile das hat und welche Nachteile das vielleicht hat, wenn man es zulässt, das schauen wir uns mal an Beispielen an. Das erste Beispiel ist hier nämlich ein Beispiel von Alexander Aljechin, wenn mich das richtig erinnert. Jawohl. Wir schauen mal hier, Weiß hat eine sehr, sehr angenehme Stellung. Kein Bauern mehr, aber er hat hier eben diesen typischen Raumvorteil im Zentrum. Er wird gleich die Dame wegziehen. Er wird das Zentrum hier, diese Mobilität nutzen, um in irgendeiner Form seine Bauern nach vorne zu bringen. Dieser Läufer ist natürlich hier sehr, sehr stark und so weiter. Das heißt, Schwarz hat ein Problem. Er hat kein Gegenspiel. Und deswegen versuchte Schwarz hier den Zug A7, A5, in der Hoffnung vielleicht A5, A4, irgendeine Linie nochmal zu öffnen, um ein Gegenspiel gegen den Weißen König zu organisieren. Und hier kommt unser Wellenbrecher bereits ins Spiel, dass wir sagen, wir spielen A2, A4. Jetzt ist dieser A-Bauer gestoppt, auch der B-Bauer ist gestoppt, der kommt nicht mehr vorwärts. Das heißt, dieses ganze Gegenspiel ist mit einem Schlag komplett zum Stillstand gekommen und Weiß kann seine Vorteile nutzen. In der Partie, wir gucken mal ganz kurz rein nur, und brachte Weiß sein Bauernzentrum in Wallung und konnte die Partie sehr, sehr schnell gewinnen. Im zweiten Beispiel, schauen wir uns mal diese Stellung an, auch hier wieder, ja, erstmal grundsätzlich materiell ausgeglichen, beide Seiten ja, haben zwei Läufer, Schwarz steht jetzt nicht schlechter oder so in keinster Weise. Wir haben die A-Linie, okay, aber um so ein bisschen Spiel zu bekommen, versucht Schwarz diesen typischen Randbauernvorstoß, den wir ja auch schon mal thematisiert hatten. Und die Idee ist jetzt einfach, diesen Bauern noch weiter vorzurücken, um auch diese Königstellung hier ein bisschen zu schwächen. Und Weiß sollte unbedingt diesen Wellenbrecher H4 einschieben, damit das komplett gestoppt ist, damit dieser Bauer gestoppt ist. Wir gucken mal eine Variante, wenn das nämlich nicht passiert, wenn jetzt als Beispiel irgendein anderer zukommt und Weiß kommt zu H4, ja, und jetzt drohen hier schon Öffnungen und wenn Weiß versucht, die Stellung geschlossen zu halten, entstehen neue Löcher, auch wenn das jetzt nicht wirklich gut gespielt ist von Weiß. Ich möchte nur mal demonstrieren, ja, dass wenn dieser Bauer erstmal nach vorne kommt, dann wird es schon kritisch, ja, und dann ist hier auch Gefahr im Verzuge. Deswegen unbedingt selber den Wellenbrecher nutzen, um alles abzuwehren. Schwarz hat ja jetzt hier auch keine Möglichkeit, mit G7, G5 irgendwie einen neuen Sturm vom Zaune zu brechen. Weil er muss ja hier auch noch ein bisschen auf seinen Läufer aufpassen. Ne? Dann wäre der Läufer weg. Das wäre natürlich nicht schön. Das heißt, wenn Schwarz hier tauscht, ja. Dann haben wir halt eine ausgeglichene Stellung mit Weiß erreicht. Wir haben den Angriff abgeblockt, diese Welle ist abgewehrt. Ja, und dann können wir immer noch gucken, ob wir nicht irgendwann mal nach dem Tausch hier vielleicht auf der siebten Reihe reinkommen oder was auch immer wir machen können. Auf jeden Fall haben wir mit diesem Wellenbrecher Nachteil vermieden. Im dritten Beispiel schauen wir auch hier wieder. Und Weiß ist am Zug. Entschuldigung, Schwarz ist am Zug. Weiß hat einen Bauern mehr, das ist super. Und wir gucken gleich mal, wie Weiß ich im Optimalfall aufbauen wollen würde. Schwarz spielt wieder H5. Und die Idee ist jetzt auch wieder, entweder mit H4
ja, diese Mehrheit hier so ein bisschen festzunageln, respektive, ja, wenn jetzt G3 kommt mit der Idee H4, dann spielt Schwarz sogar G5. Die Idee ist es, diesen H-Bauern, ja, gegen den E-Bauern zu tauschen. Das wäre ein guter Tausch für Schwarz. Dann wären die Türme hier zumindest mal etwas aktiver. Und wenn Weiß das nicht zulässt, dann kommt G5, G4. Und dann sehen wir auf einmal, ah, diese Bauernmobilität hier, die ist, oder diese Mehrheit ist überhaupt nicht mehr mobil. Und das erschwert ganz, ganz drastisch die technische Verwertung von den Mehrbauern. Und deswegen sollten wir unbedingt, wir gehen nochmal wieder hier in unsere Ausgangsstellung zurück, sollte Weiß unbedingt sofort diesen Wellenbrecher auch hier wieder spielen und hat jetzt die klare Idee. Ich mache mal ein paar Züge, um die Falle zu demonstrieren. Wir haben einen weißfeldrigen Läufer, wollen die Bauern also auf die schwarzen Felder stellen. Ich mache mal nur eben als Beispiel zum Symbolisieren. Jetzt müssen wir einmal noch beim König wegziehen, weil wegen dieser Fesselung. Und dann spielen wir F4. Und dann spielen wir E5. Und dann haben wir diese Bauern auf Schwarz. Die Linie ist natürlich schön blockiert. Dieser Läufer ist frei. So stellt man sich das mit Weiß vor. Und dann hat man es im Verhältnis zur ersten Stellung, ne, zu dieser hier, deutlich, deutlich leichter auf Gewinn zu spielen. Deswegen auch hier wieder der Wellenbrecher, der wäre es gewesen, ne? Also ihr merkt schon, auch wenn wir die Thematik vielleicht schon mal gesehen haben oder so, aber den Begriff Wellenbrecher, da kann man sich das vielleicht noch mal besser merken. Und zum Abschluss noch mal ganz kurz hier ein ganz, ganz berühmtes Beispiel. Wir sind jetzt hier im Endspiel und auch hier gilt es wieder für Schwarz. Im Grunde sollte man sich mit H7, H5, diese Formation sollte man sich merken, ja, diese Wellenbrecheraufstellung. Jetzt hat man im Grunde nur eine Hauptschwäche in Anführungsstrichen, nämlich den F7, den muss ich decken. Und alle anderen Bauern können hier im Zweifelsfall irgendwie weggetauscht werden. Gnadenlos, was kommt. Ne? Hier in diesem berühmten Beispiel zwischen Capablanca und Yates hat Schwarz aber jetzt hier den Zug Turm B4 gespielt. Und ihr könnt mir jetzt mal schreiben, was ihr denkt, sollte der beste Zug für Weiß hier sein. Und damit wird dieser Wellenbrecher nämlich verhindert und dann muss Schwarz sich ganz, ganz lange, ganz, ganz hart verteidigen. Und kleiner Spoiler, in der Partie ist das nicht gelungen. Also, wie spielt Weiß hier? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich sage besten Dank. Merkt euch den Wellenbrecher. Bis dahin. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an. Oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.